on your skills. But boy, you in the danger room. Yeah, you in the danger room. Come on now. Nach der letzten Operation, die auch schon einen Sturm mit Operationsnamen hat, nehmen wir jetzt trotzdem wieder so ein Mini-B-Team mit, die inzwischen schon ein bisschen mehr können insgesamt alle. Und gucken, dass wir uns rausbegeben zur Operation Stormfaser. So, wir sind in Indien. Und unsere Aufgabe ist es, eine VIP zur Extraction Zone zu bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die VIP am Anfang schon haben oder ob wir sie auch erst befreien müssen aus irgendeinem Raum. So, da oben ist die Extraction Zone, die ist auf irgendeinem Hausdach. Gegenüber von uns. Wir haben die VIP schon direkt mit dabei. 12 Runden Zeit, das sieht eigentlich noch gemütlich viel Zeit aus. Und wir sind selbst auf einem Hausdach, was gut ist. Das heißt, von hier aus haben wir gute Sicht auf alles, was hier am Parkplatz ist. Das ist gut, weil wir auch diesmal wieder einen Sniper mit dabei haben. Der Sniper passt schon, der zieht schon. Der hat schon ein paar Punkte Treffergenauigkeit jetzt. Inzwischen kann man ihn tatsächlich auch mal benutzen. Und nochmal, nachdem wir jetzt hier nicht undercover sind, mal so vorlaufen, mal schrittweise. Und wir sehen direkt die erste Patrouille. Wir haben einen Heavy Trooper und einen Shield Trooper. Das heißt, die Priorität liegt auf dem Shield Trooper, weil der am stärksten gepanzert ist und auch beiden Soldaten ein Schild geben kann. Also rücke ich jetzt alle Leute vor. Zack, zack, zack. Ihr könnt alle vor. So, von der rechten Ecke aus müssten die trotzdem noch die beiden sehen und nach unten schießen. Den Sniper lasse ich mal noch hier stehen. So, lala. Der sieht zumindest den einen. Sniper, okay, gut, der sieht halt keinen, also dann kann ich den irgendwie jetzt klarlos an die andere Ecke vorrücken. Der wird diese Runde definitiv nicht schießen. Es hätte ja sein können, dass er irgendwie durchs Haus, die Glasscheibe oder durch irgendeine X-Com-Magie wieder irgendwo was sieht. So, mal gucken, die sehen alle beide. Nur der eine sieht nur einen, okay. So, gucken wir mal. Granaten, Granaten, Granaten. Die Frag Grenade. Dass ich beide kriege, das sehe ich jetzt nicht. Ich kriege so schon nicht beide. Aber was ich überlegen könnte, wäre einen zu bekommen und mit dem anderen irgendwie das Auto. Aber beide wird nicht. Ich könnte mal gucken, ob die Treffergenauigkeit 62%, weiß ich nicht. Ja, nee, es wird wahrscheinlich ein klassischer Frag Grenadlinger. Und dann gucken wir mal, dass wir hier erst die. Dass wir das einfach das zweite Auto mit zum Explodieren bringen und somit auch den zweiten Soldaten hoffentlich mit beschädigen. Fupp, fupp. Schump. Ah, es hat gepasst. Okay, eine Arme ist geschreddet und der andere ist mit getroffen worden. So. 61%, schauen wir mal. Auch wenn sie nicht trifft, sollte sie, glaube ich, sie hat Holo-Targeting. Hat sie Holo-Targeting? Oh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob sie Holo-Targeting hat. Nee, ich glaube, sie hat noch nicht Holo-Targeting, scheiße. Ah, sonst hätte sie nämlich die Treffergenauigkeit für das gesamte Squad erhöht. Das ist schade. Ne. So, zack. Da war es mit dem schon mal weg. Und der andere ist auch weg. Oh, dann ist doch schon mal die erste Patrouille sauber geklärt. Dann können wir jetzt ihn vorrücken. Nach unten traue ich mich nicht. Nicht, dass er jetzt irgendwie dann unsere VIP hier Gegner aufschaltet. Muss ja nicht sein. Gucken wir mal irgendwie Overwatch machen. Vielleicht mal nochmal nachladen oder so.
Ich meine, wir haben in der allerersten Runde schon jemanden ausgeschaltet. Das heißt, wir haben zwei Leute jetzt schon gekillt. Und haben trotzdem jetzt noch 11 Runden. Also insofern eigentlich ganz gut. Wo können wir hinlaufen? Wenn ich es bis nach da vorne packe, dann kriege ich halt zwar Deckung, aber Sicht. Aber kann leider nicht schießen. Also werde ich es jetzt mal hier so in die zweite Reihe packen. Das, falls ich jetzt irgendwas aufklären sollte, genau eben, dass ich sie dadurch noch nicht verliere. Ah, und die haben wir so einen Cortex. Okay, wir haben zwei Mutter und seinen Cortex. Liebe ich ja extrem, aber jetzt müsste der Sniper schon feuern können. 100% Treffergenauigkeit auf den auf der Flanke. Wir könnten fast riskieren, bei 100% können wir jetzt fast riskieren, Dead Eye zu nehmen. Das ein bisschen abzukriegen, dafür mal mehr Damage machen. Und es sieht schon lohnenswert aus. Zack. Okay, einer von drei Gegnern schon mal direkt ausgeschaltet. Wie gesagt, ab jetzt kann man mit dem Sniper, glaube ich, arbeiten. Aber so hätte ich mir das halt auch immer am Anfang schon gewünscht. So, jetzt gucken wir mal. Den Cortex an sich würde ich gerne möglichst spät erst anpacken wollen. Ich würde lieber erstmal den anderen Muton loswerden, weil der Cortex kann sich eventuell wieder teilen und alles sowas und rundumher beamen, da werde ich das ganze Team brauchen. So. Da hat der Muton doch nur noch einen Health. Guck mal. Dann können wir ja eigentlich mal sagen, okay, wir machen einen Zug nach vorne, weil wir müssen eh nach vorne. Und hier stehen immer noch Zivilisten rum, ey. Wir schießen hier auf, Alter, echt auf Aliens und Zivilisten laufen da ganz chillig rum. Okay, ah, Critical. Critical. So. Jetzt ärgere ich mich ja fast, dass ich schon mit dem anderen drauf geschossen habe. So, guck mal. Mit ihr könnten wir jetzt Run and Gun machen. Dann können wir nämlich um die Ecke laufen und den Cortex quasi direkt eins ins Gesicht packen. Und gucken, wie er reagiert. Oh nein, und wir haben das nächste aufgeschaltet. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Oh Mann, es lief gerade so gut. Und jetzt haben wir einen Cortex und nochmal drei neue Gegner. Okay, Roboter auf Overwatch, noch ein Schildbearer, Schildtrooper. Ich weiß nicht, ob das andere ein normaler Lancer jetzt war oder ein Trooper oder ein Heavy. So gut, aber wenigstens schon mal 8 gecrit Damage. Dann hat sie jetzt noch einen Powerball. Das ist cool. Clone? Was? Normalerweise ist Clone so, dass die ihre Energie teilen. Und ich dachte, jetzt mit nur noch einem Health darf die sich nicht mehr klonen oder der Cortex nicht mehr klonen. Was soll denn das, Mann? Ach, Jungens. Jürgen. Oh, wieso der Cortex nervt mich so dermaßen jedes Mal? Gehen wir schon mal runter vielleicht. Andererseits ist erhöht jetzt nicht meine Treffergenauigkeit runterzugehen. Ja, jetzt 54% ist jetzt auch nicht so hoch. Irgendwie überlegen, ein bisschen näher ranzugehen von hier oben. Aber Hauptsache immer noch oben sein. So, gucken wir jetzt mal. Naja, 64, okay. Komm schon. Ah, es hat gereicht. Der Cortex oder die Cortex hat zwar noch so einen Dodge gemacht, aber mal wenigstens selbst einen Helfpunkt hat jetzt gereicht, um sie zu killen. So. Dann rücken wir ihn mal irgendwie hier runter in volle Deckung am besten. Mittig ist vielleicht cooler, da wird er nicht gesehen. Falls hier irgendetwas Sprengladung nach oben schießt, dass er halt nicht runterfällt. Das ist so ein bisschen die Gefahr bei Gebäuden. Also die Gegner können es halt hier irgendwie eine Sprengladung hinschießen. Und dann nehmen wir nicht nur durch die Explosion Schaden, sondern auch durch ein Stück Fallen. So, gucken wir mal. Was haben wir? Für den Roboter da hinten werden wir auf alle Fälle irgendwie wieder Granaten brauchen. Aber vielleicht machen wir jetzt erstmal eine Smoke. Smoke on the water. Dass wir unsere beiden Typen hier unten so ein bisschen schützen. Meine Wissenschaftler ist jetzt, oder der VIP ist jetzt nicht mit drin, aber zumindest werden die beiden erstmal
recht safe. So, und dann schauen wir mal, was jetzt die Aktion der Gegner ist. Fump. Okay, nicht getroffen. Aber ich habe der Waffe irgendwie ein Upgrade geben können, dass wenn sie nicht trifft, trotzdem wenigstens einen Schaden macht. Das ist nicht viel, aber naja. Und da kommt der Roboter, macht ja seinen beliebten Granatenangriff, genau. Zack. Hat mich jetzt das Hausdach weggesprengt. Jetzt sind zwei runtergefallen. Und jetzt nehmen sie nochmal alle beide Fallschaden. Das ist supi. Und jetzt kriegen alle drei ein Schild, weil nicht so, dass dieser Heavy Mac da jetzt schon E3 Armor hat. Jetzt hat er noch drei Schild. Das heißt faktisch, ah gut, der Rauch hat tatsächlich gebracht, dass der Advent Trooper nicht getroffen hat. Das heißt, muss man jetzt beim Roboter halt tatsächlich durch drei Armor und drei Schilde durchschießen erst. Und das nervt. So, wir sind halt nach ganz unten gefallen. Entsprechend nur noch die halbe Lebenskraft. Weil, wenn man vier Stockwerke runterfällt, ist schon blöd. Mal gucken, mal. Machen wir vielleicht eine Frag Grenade erstmal. Oh, kriege ich die nicht? Die stehen so dicht beieinander und ich kriege sie nicht alle drei oder was? Oh. Okay, ich krieg zwei. Ich müsste den jetzt genau eins nach links rücken, nur dass ich den anderen mitkriege. Ist da irgendwie der Baum so blöd im Weg oder was? Gucken mal, ob die Acid Grenade vielleicht eine größere Reichweite hat. Jetzt, okay, die Acid Grenade scheint beide zu kriegen, aber die hat keine größere Reichweite. Die hat genau die gleiche Reichweite. Hä? Okay. Flashbang, Gas bringt mir halt gar nichts. Flashbang bringt mir beim Roboter halt auch nichts. Aber da oben brennt eh langsam das Haus ab. Also werde ich mit ihr hier schon mal runterrennen. Ne, mit ihm Harry White. So. Also er würde mit der Gasgranate locker alle drei kriegen. Aber ja, Gas bringt mir halt nichts beim Roboter. Also da würde ich schon eher eine klassische Frag dann lieber launchen würden. Oder eine Acid Grenade. Dann wiederum, irgendwie muss ich es ausschalten. So, jetzt sind die Schilde schon mal geschreddert. So, zack, zack, zack. Und jetzt kann die Acid Grenade nämlich volle Wirkung zeigen. Weil ansonsten kann es passieren, dass das Schild. Da war es doch gerade. Da war es doch gerade. Sonst kann es passieren, dass das Schild nämlich die Armor schreddernde Wirkung zurückhält. Ich hab's doch gerade gehabt. Ist nicht. Komm schon. Mach hier hin. Wo? Oh, Jungs. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jetzt. Es muss doch hier irgendwie. Ich hatte es doch vorhin. Ich hatte es doch vorhin gehabt. Ich habe doch alle drei irgendwie gekriegt. Warte mal. Ich prüfe mal gleich, was ich normal gemacht, vorhin gemacht hatte. Frank. Na, komm, schon. Hier ist es. Okay, ich probiere mir zu merken, wo er das gemacht hat. Ungefähr bei diesem Karo muss ich den Cursor hinbewegen, okay. Also scheint hier irgendwie ein oder zwei Karos nur zu sein, wo ich die. Nee. Ah, oh, ist das gerade fützelig. So, jetzt. Okay. Jetzt habe ich sie. Alle drei. Fump. Raus geht die Granate. So, zack. Zwei Armor geschreddert. Schaden gemacht. Jetzt beginnt die Ballerei. Okay, er ist verdammt nah am Feuer dran. Ich muss mich bestimmt bald wegbewegen. Aber noch will ich den Höhenvorteil nicht aufgeben, eigentlich. Komm, ein Schuss geht noch. Fürs Team. Okay, die zwei würde ich sogar direkt ausschalten. 100%, 82%. Der Schildtyp wäre mir wichtiger.
Hat aber ein bisschen weniger Treffergenauigkeit. Der hat mehr Treffergenauigkeit, also schalten wir den aus, komm. Waffen sind ungefähr die gleichen, die sie haben, insofern. Und jetzt, wo der Schildtyp quasi weder Schild noch Armor noch hat. Mai. So, den Wissenschaftler bewegen wir einfach mal nicht mehr. Das hat seine Gründe. Dann drücken wir ihn vor in den immer noch existierenden Rauch. Der hat nur noch 4 Health, auf den muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. 53%, 23%. Oh. Treffergenauigkeit für den Arsch. Ich müsste auch unbedingt mal die Heavy Guns irgendwie upgraden langsam. Also mach mal Suppression einfach auf den. Dann kann der schon mal, wenn er sich bewegt, irgendwie kriegt er ein Overwatch-Feuer. Und ansonsten hat er erstmal schlechtere Treffergenauigkeit. So, und dann probieren wir ihn mal, ob wir ihn hacken können und was da unsere Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten sind. Okay, 53% übernehmen, das ist mir zu gering, die Chance. Ich werde dann lieber den Shutdown einfach nur machen. Hauptsache, der schießt jetzt diese Runde nicht. Weil da haben wir jetzt nur noch einen Gegner, der auf uns schießen kann, aber der ist suppressed. Und dann können wir uns nächste Runde um alle beide kümmern. Und wir haben noch 10 Runden, beziehungsweise jetzt gleich nur noch 9 Runden. Aber prinzipiell kommen wir gut voran. Weil das ist jetzt die dritte Patrouille, die wir uns schnappen. Also insofern, wir haben jetzt 2 Züge gebraucht und sind schon bei der dritten Patrouille. Wir werden nächste Runde werden wir die Patrouille ausschalten. Also haben wir im Schnitt statistisch pro Runde eine Patrouille ausgeschaltet. Was ziemlich cool ist. So, mit ihr könnte ich jetzt noch mich bewegen. Jetzt gucke ich mal, ich könnte mich hier rumbewegen. Da sagt er mir zwar rote Deckung, aber das ist wegen dem Roboter. Und der ist aber eh ausgeschaltet, also bewege ich mich lieber in bessere Deckung. Und gucken wir, ob ich von hier den Schildbearer sehe. Ne, sehe ich nicht, ich sehe nur den Roboter. Ja gut, wir müssen den Roboter eh ausschalten, also schieße ich auf ihn schon mal. Der muss ja auch weg. Der muss weg. So, der ist vergiftet. Vergiftet. Oh, ist vergiftet. Und 3 Acid Burn. Und 2 Acid Burn, dann auch nur noch 3 Palmen. Ja, gut, die werden es jetzt die Runde. So bewegt er sich hin. Und der Overwatch hat mich getroffen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber er trifft auch nicht. Rauchgranate sei Dank. So, Rauchgranate und Flashbang. Schon eine coole Kombination. So, jetzt brennt es oben da langsam echt wirklich stark. Die beiden müsste ich erwischen. Ich könnte jetzt echt überlegen, ob ich langsam mal den Sniper runterziehe. Andererseits, das Feuer hat sich jetzt woanders hin bewegt. Jetzt dürfte er mich nicht mehr treffen. Sehen wir ihn. Ja komm, 90%. Sagt, dann braucht keiner unser Trooper einen Umweg machen. Ausgeschaltet. So, Magazin ist auch leer. Und das ist die Frage, rücken wir vor und schießen auf ihn und lösen vielleicht irgendwas anderes aus oder bleiben wir hier und schießen, verschwenden dafür aber eine Runde. Wir könnten auch alle so ein bisschen rüberziehen und so ein bisschen sammeln vielleicht wieder. Wir könnten mit ihr auf den Roboter schießen lassen, dann kriegt sie so ein bisschen Erfahrungspunkte wieder. Das ist ja auch nicht schlecht. So, Wissenschaftler, den VIP lassen wir da. Der wird nicht bewegt. So, dann schieben wir doch einfach mal alle rüber. Machen so eine kleine Nachladesession. Zack. Tschüss, Robi. Ja, Ranger sind einfach geil. Ah, geil, sogar Loot. Okay, lass mal schauen, dass wir in den nächsten Runden irgendwie das Loot kriegen. Schauen, vielleicht ist er tatsächlich mal irgendwie
ein cooles Waffen-Upgrade mit dabei. So, rücken wir alles so hin, dass wir noch wirklich nachladen können. Also den nächsten Kontakt würde ich schon gerne gehen wollen mit vollem Magazin. So. Zack, zack, da reingerückt und jetzt gucken wir mal, wir können den Gremlin Heal benutzen, um jetzt mal hier den Nitro oder den Tickle zu heilen. Okay, dann heilen wir den Tickle nächste Runde, jetzt erstmal den Nitro. Damit die nicht irgendwie von irgendwas, was mehr als 5 Schaden hat, Schaden macht, überrascht werden. Und zack, auch nachgeladen. Und Wissenschaftler Hankadau. Nachladen. So, und dann haben wir jetzt gleich nur noch 8 Runden. Stehen aber ganz gut da, denke ich. Volle Magazine. Der eine braucht jetzt unbedingt noch Helfer, das können wir jetzt gleich die Runde machen. Mit dem Ranger ein bisschen in volle Deckung gehen. Und erstmal ein bisschen spähen, bevor wir uns das Loot krallen. Okay, sehen niemanden. Dann können wir jetzt mit dem Sniper eigentlich nachladen. Und vielleicht auch schon mal jetzt hier runtergehen. Dahin müssen wir rüber. Ja, komm, zu lange brauchen wir jetzt auch nicht oben lassen. Und er hat jetzt 3 Runden seine Dienste gut getan, jeweils irgendwie 3 Gegner ausgeschaltet. Das finde ich passt. Und dann gucken wir mal, dass wir hier zum Feld zu diesem komischen Motorrad-Dingens unsere Leute vorrücken. Und wie möglich so als eine enge Traube irgendwie schussbereit, also alles immer nur bis zum ersten blauen Kreis uns bewegen. Dass wir alle auf Overwatch stellen können, falls uns so eine Patrouille gleich entgegenkommt. Damit wir da nicht mit offenen Hosen dastehen. Und zack, hier ist auch volle Deckung. Supi. Okay. Und der Wissenschaftler hier vorne direkt in die Ecke. Da hat er nämlich volle Deckung. Dann gucken wir mal. Oh, den können wir auch noch bewegen. Ja, komm, bewegen wir schnell mal offen hin. So, alle auf Overwatch. Overwatch. Oh, nee, weißt du was, wir schnappen uns jetzt gleich das Loot. Weiter brauchen wir uns darüber keine Gedanken machen, falls wir jetzt gleich jemanden aufschalten. Ah, und ein Hair-Trigger, okay. Da haben wir die Möglichkeit, dass eine Schussaktion keine Aktion kostet. Ich weiß nicht mal, ob ich den überhaupt schon mal irgendwann installiert habe. Okay, und dann machen wir jetzt, dann nutzen wir jetzt die Zeit und geben dem Tickel noch ein bisschen Lebensenergie zurück. Und dann würde ich sagen, kann der nächste Kontakt eigentlich kommen. Also bei 8 Runden schätze ich mal, dass noch irgendwie wie 1 oder 2 Kontakte kommen werden. Wobei, wir waren jetzt schon echt schnell, also wir haben jetzt schon 3 Kontakte ausgeschaltet. Das war schon nicht schlecht. Muss man auch mal so sehen. So, Scharfschütze im Vorrücken. Na, ich verlasse jetzt mit ihm ungern diese schöne Position. Aber auch der muss ja nachher weg. Irgendwie über die Extraction Zone. So, gucken wir mal. Kommen wir da mit dem schon irgendwie hoch? Nee. Nee. Wo kommt man denn überhaupt dieses Gebäude hoch? Hier rechts kommt man irgendwie hoch. Da ist eine. Da sind zwar irgendwie hier 2 Leitern, aber nur hier rechts ist irgendwie so eine. Wie heißt das? So eine Regenrinne. Zum Klettern. Okay. Zack, rennen wir mal gnadenlos. Ah, okay, und drin ausgelöst. Ich habe jetzt gedacht, naja, drin wird schon kein Gegner sein. Wenn, sind sie ja meistens draußen und auf dem Dach war ja offensichtlich keiner. Aber drin sind welche, okay. Und wir haben noch einen Cortex. Liebe ich. Ich liebe die Cortex, Mann. Ich liebe das einfach. So, dann stellen wir uns nochmal alle so ein bisschen gleichmäßig verteilt auf. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie hier möglichst volle Deckung überall nutzen. Hier ist doch schön. Und uns so ein bisschen breiter aufstellen. Gucken wir mal, Wissenschaftler ist mal da. Weil, ja,
Mein, der wird da nicht getroffen. Lieber rücke ich irgendwann anders von uns weiter vor, dass der irgendwas trifft. Da ist immer noch volle Deckung auch. Da ist volle Deckung. Wobei die volle Deckung aussieht, als ob sie fast flankiert werden könnte. Müssen wir echt aufpassen. Und mit ihm rücken wir zum Wissenschaftler vor. Von hier aus sehen wir leider niemanden. Das ist auch ein bisschen blöd. Ein bisschen blöd. Wir können eine Flashbang reinhauen. Der sieht den zwar, aber mit relativ wenig Treffergenauigkeit. Und der sieht auch irgendwie nur zwei. Die Brandgranate bringt's nicht. Also ich meine, die Brandgranate würde ich jetzt zwei erwischen und ich schätze einfach mal, dass dieser Cortex gar nicht brennen kann. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo der zweite Sektoid hin ist. Also der ging nur Nummer 3. Den sehe ich jetzt irgendwie nicht mehr. Der sieht auch nur 2. Ja, das macht mir jetzt echt ein bisschen Sorgen, dass ich den dritten Gegner nicht sehe. Lass mal gucken, lass mal irgendwie protective denken. Wir können jetzt hier mit der Smoke Grenade gucken, dass wir eigentlich unsere Leute hier ein bisschen beschützen. Unter anderem halt auch den VIP. Aber dann werden die schon mal die recht safe vor Beschuss zumindest. Weil treffen tue ich hier eh nichts und die Brandgranate brauche ich nicht verschwenden. Dieser Schmann. So, du siehst nichts. Aber wir können das Aid-Protokoll nutzen, um irgendjemand weiter vorne so ein bisschen mehr Deckung zu geben, auch wenn er nicht im Rauch steht hier. Oder ihm, dem Tickel, noch mehr Deckung. Der steht am weitesten vorne. Gehen wir es dem Tickel. Aber weil der am weitesten vorne steht und am leichtesten flankierbar ist. Und mit seinem Aid-Protokoll kriegt er einen gratis Overwatch jetzt auch. So, und dann werfen wir jetzt noch hier irgendwie eine Flashbang rein, wo auch immer der andere ist. Der muss ja da hinten irgendwo sein. Werden wir mal schauen, dass wir alle blenden. Und gucken, dass wir nächste Runde eine schönere Aufstellung kriegen. Ein bisschen näher dran am Haus. Dass wir auch irgendwie mehr als 20% Treffergenauigkeit haben. Ja, okay, gut, beide Sektoiden sind tatsächlich disorientiert, so wie der Codex auch. Habe ich den Codex die ganze Zeit Cortex genannt? Alter. So, wie rücken wir jetzt wohin? Wissenschaftler, gibt es irgendwas, wo wir den Wissenschaftler hinrücken können? Wir könnten den hier hinhauen, dann ist er näher am Hausdach dran. Und könnte vielleicht nächste Runde, also er müsste jetzt auch immer noch im Nebel sein, für mehr Deckung. Und dann könnte nächste Runde vielleicht direkt aufs Haus rauf. Weißt du, wenn ich schon nicht mehr aufpassen muss, dass er irgendwie angeschossen wird, das hilft mir schon mal viel. Und ja, nee, Brandgranate bringt es einfach nicht. Dann machen wir vielleicht einfach einen Suppression auf den Codex. Und damit der uns hier nicht irgendwie abschießt. Und er ist suppressed. Okay, alle sind halt immer noch disorientiert. Oder desorientiert. Zack, nicht getroffen. Rauch sei Dank. Defense Protokoll sei Dank. Genau, da hinten ist jetzt der nächste Typ gewesen. Jetzt haben wir ihn gesehen. Und er ist auf Overwatch gegangen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Andererseits, trotz Overwatch hin oder her, wir müssen näher ran. So, und gucken wir mal. Was kann Lorraine White machen? Wir könnten hier hin und zum gescheiten Schwertlinger machen. Und schon mal Nummer 1 ausschalten. Zack. Ja, das Schwert ist übel. So, dann haben wir nur noch zwei Gegner, wobei einer Gegner sich teilen kann. Okay. So, mit ihm kommt man tatsächlich jetzt hier bis zur Tür. Die Tür ist nur halbe Deckung. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd, 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 blöd. Andererseits ein bisschen weiter vor heißt mehr Treffergenauigkeit. Jetzt kommt der Overwatch, der zu hoffentlich nicht trifft. Danke, Blendgranate. Und jetzt nochmal, sehen wir mit ihm was? Ja. 52%, 66%.
Kann was auf den Sektoiden schießen. Ja, 4 Damage nur, schade. Schade, schade, schade. Ein bisschen mehr Damage wäre ganz nice gewesen. So. Wo rücken wir mit ihm jetzt hin? Wir können mit ihm jetzt noch ein Stück vorrücken, dass wir mit dem Spezialisten vorrücken können. Und wir können den Wissenschaftler schon mal irgendwie probieren, aus der Gefahr zu. Ne, nicht reinrennen. Kommen wir hier nicht hoch? Doch. Doch, doch, doch. Dann rennen wir noch mit dem Wissenschaftler einfach schon mal hier hoch. Weil dann ist der schon mal außerhalb der Gefahrenzone. Und der schafft es bestimmt nächste Runde auch bis zur Extraction Zone vorzurennen. So, dann gucken wir mal. So, zack, zack, jetzt hier ein bisschen Konzentration, ja. Vorrücken. Auf volle Deckung. Und gucken mal, dass wir alle jetzt irgendwie eine Schussposition kriegen hier. Und das wir dann ausführen. So, zack. Du siehst den, aber 47% Treffergenauigkeit. Was ist denn los mit euch? 50%. Nitro. Was hast du? Frag Grenade können wir durchhauen. Könnten wir eine Frag Grenade beide treffen und die Deckung vor dem Sektoiden zerstören, dass wir vielleicht höhere Treffergenauigkeit für die anderen haben. Andererseits, ich hatte doch noch eine. Irgendjemand hatte doch noch eine Brandgranate bei gehabt. Und die Brandgranate macht ein bisschen mehr schon Basic-Schaden, Basisschaden als die normale Frag Grenade. Zerhaut zwar die Deckung nicht, würde aber den Insektoiden hinten zum Brennen bringen. Das heißt, ich würde mehr Schaden am Kodex machen und mehr Schaden am Alien hinten plus langfristigen Schaden am Alien hinten. Also die Brandgranate ist jetzt schon ziemlich Deluxe. Also für mich, für den Gegner nicht so. So, zack, 4 Damage und das Haus brennt. Gut. Wer das hat so eine Brandgranate an sich. Codex. Komm mal mit dir. Und mit dir. Unter 40% Trefferwahrscheinlichkeit. Ich glaub's nicht. Dann suppressen wir den erstmal. Dann müssten wir insgesamt mehr das Team mehr Treffergenauigkeit auf ihn kriegen. Und dann trifft er erstmal nächste Runde hoffentlich nicht. Und dann schieb ich ihn hier mal weiter vor. Dass wir ihn möglichst jetzt nachher Deluxe auseinandernehmen können. Oh, rücke ich jetzt bis hier vor. Ich meine, ich sehe eh nicht wirklich was. Okay. Jetzt gucken wir mal, er ist suppressed, der andere ist durchs Feuer gestorben. Und er teleportiert sich einfach raus. Logisch. Und er deaktiviert unsere Waffen. Okay. Das ist ja eigentlich nicht so geil. Wenn man da Waffen deaktivieren muss. Gucken wir mal. Vielleicht machen wir einfach einen Rangerlinger. Wenn der Ranger das jetzt schafft, ihn mit einem Schwertschieb umzuhauen oder mit einem Schrotlinger. Schrot hat halt mehr Schaden, also mache ich jetzt einfach den Run and Gun. Run and Gun in die halbe Deckung. Schrot ausgepackt und dem Kodex ins Gesicht gelegt. Zack. So. Haben wir gar keine Chance zum Teilen gegeben. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir unsere Leute hier aus der Zone rauskriegen und nachladen lassen. Und wir haben noch 5 Runden Zeit, also entweder erwartet uns jetzt irgendwie noch irgendwas richtig Ätzendes. Oder wir waren diesmal echt schnell. Komme ich mit dem Sniper schon irgendwo hin? Nee. Na gut. Dann laufen wir erstmal nach links, schön hier diese Wolke umgehen. Komme ich mit dir schon irgendwo rauf? Ein Stockwerk dazwischen, aber direkt neben das Feuer will ich mich auch nicht stellen. Ich könnte einfach da vorne schon mal zur Dachrinne bringen, dass er dann hochlaufen kann besser.
So, er würde schon hochkommen. Und ihn können wir quasi ganz dicht an die Landezone ranbringen. Na, na, na. Ja, das Hausdach brennt halt lichterloh. Als ob da irgendjemand eine Brandgranate reingeworfen hat vorhin. So, und dann können wir jetzt aber schon mal den Wissenschaftler, also den VIP, retten. Dann ist der schon mal safe. Wupp, wupp, wie weg. Okay, wo gehst du am besten hoch? Na? Muss ich den von hier kommen lassen? Oder ist von der anderen Seite vielleicht cleverer? Ich könnte auch. Nee, ich stelle ihn einfach hier links mit auf. Und dann kommen die alle auf der gleichen Seite mit hoch. Das ist gleich besser. Zack, explodiert es, aber keiner war da. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass das Haus da nicht einstürzt. Feuer sei Dank, brennt nämlich das Haus ab. So, rücken wir dich hoch in halbe Deckung. Und jetzt sieht mir so aus, als ob jetzt tatsächlich kein Gegner mehr kommt, weil ich meine, alle sind jetzt an der Zone dran. Noch 4 Runden, also solange jetzt kein Verstärkungsschiff oder sowas kommt. Sollte es das eigentlich gewesen sein? Sicherheitshalber packe ich die alle noch nicht in die Zone, sondern lass mal auch mal nachladen. Nicht, dass jetzt hier noch irgendwie so ein rotes Licht aufgeht. Achtung, hier kommt gegnerische Verstärkung. Aber prinzipiell sieht es jetzt gar nicht mal so blöd aus. Ja, ich stelle mal halt ans Feuer und hoffe mal, dass das Feuer sich nicht so schnell ausbreitet. Hilft ja nichts. So, und dann müssen wir nur noch einen hochrücken und dann sind eigentlich alle oben. Und zack, wo schieben wir nicht hin? Da muss er überall durchs Feuer gehen, ne? Das wollen wir nicht. Dann stellen wir erstmal, glaube ich, an die erste Stelle nur. Also jetzt irgendwie zwingen, durchs Feuer zu laufen und noch Brandschaden zu nehmen, nachdem er noch volle Power hat. Nee, nee. Ich glaube, es ist auch nicht gut für die Moral. So, und zack, und dann. Schau mal, jetzt haben wir natürlich da vorne alles zugestellt, aber so rum würden wir rankommen. Aber ich will jetzt nicht riskieren, dass da tatsächlich auf der anderen Seite vom Parkplatz noch was ist, was ich nicht gesehen habe. Also lass ich einfach von hier durchs Haus durchlaufen. Und der müsste es ja auch nächste Runde hochschaffen. Das sollte jetzt kein Problem sein. So, noch 3 Runden. Die schaffen es alle rein, die schaffen es alle rein. So, wenn er es jetzt auch noch rein schafft. Ja, er schafft es auch rein. Komm. Okay, cool. Dann machen wir doch jetzt in dieser Runde alle die Extractions. So, hopp. Stellen schon mal alle rein. Und dann ziehen wir auch alle gleichzeitig ab. Ja, dann war das doch eigentlich, trotz des hohen Tempos oder vielleicht auch gerade wegen des hohen Tempos, sehr erfolgreich. So, jetzt brennt er zwar, aber das ist wurscht, weil ich ihn jetzt eh hochziehe. Das heißt, er nimmt natürlich keinen Schaden. Der hätte erst nicht so ohne Schaden genommen. Und das müsste dann als unverletzt zählen. Zack, hoch. Und Tickle auch noch hoch. Ja, cool. Und dann lief es doch relativ soft hier ab. Dann haben wir es doch echt gut gemeistert. 11 Gegner gekillt, okay. 2 verwundet, passiert. Und Lorraine Duchess White ist definitiv MVP. Aber okay, gut, das ist auch wirklich leicht für einen Ranger MVP zu werden. Nachdem die halt wirklich so weit rumrennen kann und im Schwert so viel Damage macht und mit der Schrot und Run and Gun. Also das schon, die sind schon Zugtiere. Und 3 Beförderungen. Zack, gucken wir mal. Was haben wir? Covering Fire, Threat Assessment. Ne, wir machen Threat Assessment. Weil bei Threat Assessment geben wir halt Leuten gratis Overwatch. Wenn wir sie in diesen Schutzbank packen. Hier nehmen wir Implacable. Damit sie sich nochmal bewegen dürfen nach dem Zug. Und Suppression.
So, oh, wir haben einen Codex gefunden und den Hairtrigger, okay. Mal ganz schön bessere Loots. Und der Hohe Rat ist glücklich. Dann bin ich es auch. Und damit ist Operation Stormfather abgeschlossen und Tickle ist geshakt und Nitro ist auch geshakt. Aber wir haben einen Wissenschaftler, jetzt müssen wir langsam mal Labore bauen. Bis zum nächsten Mal.